Hallo meine Lieben! Alles okay? Da will man ein Video starten, beginnt er das Video mit Nisa. Hi! So, heute brauchen wir den Julian ab, ausnahmsweise mal. Denn sonst bin ich mal Deko. Genau. Denn wir machen einen Vertrauenstest. Genau. Wie sehr vertraust du mir? Ich vertraue dir bis zu diesem Video eigentlich schon. Nehmen wir aus so ein Glas ziehen und da ist da ein Zettel drin, da steht entweder drin Lüge oder sage die Wahrheit. Genau, und dann müssen wir eine Aufgabe ziehen. Ihr werdet das gleich verstehen, das wird mega crazy, mega lustig und... Ich kenne dich gut und du kannst mich nicht anlügen. Glaub mir. Fang an, Bianca. Ich fang an. Das heißt, ich ziehe als erstes einen Zettel und wir blenden euch jetzt auch ein, ob ich lügen muss oder die Wahrheit sagen muss, okay? Ich krieg das raus. Ich kenne dich jetzt schon seit mindestens 6 Tagen. Okay, meine Aufgabe. Ich werde mir jetzt dein Handy schnappen und einen WhatsApp-Kontakt von dir keine peinliche Nachricht schreiben. Darfst du nicht machen? Nein, und du darfst die Nachricht... Versprichst du mir das? Du darfst die Nachricht einen Tag nicht aufklären, egal was ich schreibe. Ich vertraue dir. Was? Vertraust du mir wirklich? Doch, ich vertraue dir. Nimm mein Handy und schreibe keine peinliche Nachricht. Ich sehe schon, die Beziehung ist gleich vorbei hier. Das war's mit Julianka. Nee. Wieso ich gar nicht. Hä, du hast nicht gezuckt mit deinem Auge. Ich kann doch was sagen. Abgesendet. Sie schreibt an eine gute Freundin von mir: Ich wollte dir schon immer mal sagen, dass du mega den sexy Arsch hast. Aber du darfst es nicht aufklären. Hey, das glaubt ihr mir doch aufs Wort jetzt. Tja, Julian, es tut mir leid. Ich musste dich leider. Gibt euch das. Ich musste. Das ist jetzt kein Fake, das hat die echt gemacht. Ich blende es euch ein. Sie ist online gekommen! Nein! Die wird doch auf jeden Fall jetzt irgendwas antworten, oder? Sie sendet so einen lachenden Affen. Das ist mir super unangenehm. Darf ich das bitte aufklären? Nein, erst in einem Tag. Jetzt hätte ich beinahe vorgelesen. Blöde Kacke hier. Liebe Bianca. Ja? Du wirst dich jetzt nach hinten fallen lassen und ich verspreche dir, dass ich dich aufschneiden werde. Was war das denn hier in deinem Mundwinkel? Was denn? Du lügst sowas von. Du sagst, du lügst? Ich sag, du lügst. Okay. Du darfst aber nur dreimal sagen, dass ich lüge, ne? Ja, ich weiß. Okay, dann lüge ich. Nächste Aufgabe. Krass, wie du gerade gezittert hast. Du kannst echt nicht lügen. Ich kann lügen! Nein, kannst du nicht. Lieber Julian, ich werde jetzt gleich deinen Kopf über die Badewanne halten und mit der Duschbrause kein eiskaltes Wasser über dich laufen. Du verlogene Sau! Du mega verlogene Sau! Zuckst in deinem Mundwinkel! Ich werde meinen ersten Joker einlegen und du lügst mich gerade an. Ja? Lüge ich, Leute? Oder lüge ich nicht? Ja. Und Julian, das war dein erster Joker. Du hast nur drei. Das ja, weißt weiß du, ne? Ich. Aha. Aber du hast gelogen, ja. Freundchen. Mhm. Okay, liebe Bianca. Oh nein. Ich verspreche dir, ich werde jetzt diese Wasserflasche hier nehmen, ja? Werde die geöffnet vor dein Gesicht halten. Und ich verspreche dir, dass ich nicht mit meiner ganzen Kraft draufdrücken werde. Das versprichst du vertraust mir. Vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Okay, ich vertraue dir. Du vertraust mir? Ja, du sagst die Wahrheit. Du musst gucken, du musst gucken. Nein, ich will nicht gucken. Okay, ich sage dir, dass ich es auf 3, 2, 1 entweder nicht oder mache, ja? Nein, du machst es drei, nicht, ich vertraue dir. 1. Ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist mein zweiter Punkt. Das Adrenalin, bis da oben hin. Ich verspreche dir, dass ich jetzt nicht mit dieser Schere dein T-Shirt zerschneiden werde. Du weißt, dass ich das T-Shirt relativ gerne habe, ne? Ja. Komm schon, ja. Du musst auch mal ja, ich vertraue dir. Okay. Vertraust du mir wirklich? Ja. Du Arschloch! Ich hab dir vertraut! Du hast mir doch den Finger geschnitten! Oh Mann, das tut mir leid! Du bist ein verlogenes Arsch! Und jetzt bin ich sauer. Jetzt werde ich dich sowas von hart hier einfach verscheißern. So, jetzt ziehe ich meinen Punkt. Mhm, alles klar. So, Bianca, du weißt doch, im Kühlschrank, da liegt ein Ei, was wir immer beiseite legen, weil das faul ist, stimmt? Seit Wochen. Ja. Das schieben wir seit Monaten immer beiseite, aber wir wollen es auch nicht wegschmeißen. Ja. Und ich verspreche dir, ich werde es dir nicht auf den Kopf schlagen. Du blöde Sau. Ich verspreche es dir, Bianca. Okay, ich vertraue dir. Wenn du das machst. Ich hab schon die Hand gezogen! Und ich hab schon wieder richtig geraten, ne? Ich bin einfach besser. Ich kann dich besser einschätzen, Julian. Liebster Julian. Ja, du verlogenes Mistschwein. Ich verspreche dir. Egal was! Du lügst verdammt nochmal! Ich verspreche dir. Guck mich an. Ich verspreche dir, dass ich dir jetzt keine Haarsträhne abschneiden werde. Ja, du lügst. Ich lüge? Ja. Meine Aufgabe ist,
Ah, ich werde ein Foto von deinem Po jetzt machen, ja, werde das auf Twitter hochladen und werde dazu schreiben, ich habe den schönsten Arsch der Welt. Das mache ich nicht. Das machst du nicht? Mache ich nicht. Versprochen? Ja. Okay. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir viel zu arg, voll auf. Ja, aber spannungsmäßig muss ich jetzt auf jeden Fall trotzdem das Foto von deinem Po machen. Show me your ass! Ich schreibe es einfach mal dazu, ich werde es eh nicht twittern, okay? Da bin ich noch mal gespannt. Ich hab den schönsten Arsch der Welt. Das, aber ich werde es eh nicht twittern. Ah, ich hab's getwittert! Blöde Sau, gib mir mein Handy wieder. Wie kommt's an? Ich hätte Bock auf noch einen Teil davon, was sagst du? Ich habe auch mega Bock. Ich verspreche dir, ich werde dir nicht diese Eiswürfel vorne in die Hose reinkippen. In die Hose kippen? Ja. 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 Aber ich vertraue dir auch nur, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass noch schlimmere Aufgaben kommen. Okay, dann erhebe ich noch mal. Vertraust Hand das nicht so schnell! Hand weg! Du kannst mir doch vertrauen, mein Schätzchen. Für mein Herz. War gerade das echt gedacht, ich mach das. Ich werde mir jetzt diesen wunderschönen Edding nehmen. Verspreche dir, damit nicht Julia, das Gesicht zu meinen. Du lügst mich eh an. Nein. Ich habe erst einmal gesagt, dass du lügst. Das heißt, ich darf noch sagen, dass du lügst. 100 pro. Leg den Edding weg. Was mach ich denn noch falsch? Immer wenn man den anderen richtig eingeschätzt hat, kriegt man nämlich einen Punkt. Liebster Julian. Liebste Bianca. Ich verspreche dir, dass ich jetzt nicht mit meiner ganzen Kraft aushole und dir eine Backpfeife verpasse. Also schlimmstenfalls, also ich glaube, hast du jetzt gleich eine richtig hängen. Anstatt irgendwie Wasser im Gesicht oder so. Okay, bist du bereit? Au! Du! Blutig. Ach was, jetzt Alter! Okay, letzte Aufgabe. Du bist echt ein bisschen nass geschwitzt hier vor Aufregung, ne? Weiter geht's. Weil wir eine Aufgabe zu wenig haben, hauen wir eine nochmal rein, ja? Ja. Ich würde sagen, die Wasserflasche, oder? Ins Gesicht? Ja, okay. Okay, auf ein zweites mit der Wasserflasche. Soll ich es dir nochmal sagen? Oder ist eh keine Wahl? Du musst es ja jetzt machen. Ja. Bianca, ich verspreche es dir einfach nochmal, dass ich es nicht machen werde. Nee, Hände weg. So. Verspreche es dir, Bianca, wirklich. Guck. Warte, was ist das? Ich hab das Ganze. Verfluchter Mist! Warte, ich hab euch eine Parallelaufnahme auch was Scheiße, was hast du gemacht, Julian? Warte, ich zeige euch mal, was mit unserem Bild gerade abgeht. Okay, meine Lieben, wir haben das jetzt gerade mal ausgewertet und der Gewinner ist. Einfach nur, weil du so verdammt verlogen bist. Nein, einfach nur, weil ich. Vertraue dir nie mehr über den Weg. Ich gönne es dir. Aber du bist schon ein kleines verlogenes Dreckstück. Dafür hast du mein T-Shirt zerschnitten. Dafür hast du mir ungefähr 5 Kilo Wasser ins Gesicht. Dafür hast du meiner Freundin geschrieben, dass sie einen geilen Arsch hat. Dafür hast du mir ein Po-Foto von mir geschrieben. Aber echt. Okay, meine Lieben, und das war's auch schon mit unserem Vertrauenstest. Ich weiß nicht, ob das unsere Beziehung jetzt besser oder schlechter gemacht hat. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock, wenn ihr Lust habt auf einen zweiten Teil, zeigt uns das unbedingt mit einem Daumen nach oben. Dann haben wir noch ein zweites Video auf Julians Kanal gedreht, und zwar die eklige Bohnen-Challenge. Ja, da haben wir Bonbons essen müssen, die nach Erbrochenem geschmeckt haben oder nach Babywindeln. War richtig köstlich. Also schaut da auf jeden Fall jetzt auch vorbei. Dann dürft ihr mich natürlich super gerne kostenlos abonnieren. Und ich weiß, ich habe jetzt die letzten Male viel Comedy hochgeladen, weil ich einfach im Moment so unfassbar gut und lustig drauf bin. Ja, sorry. Was hast du da? Aber ich habe auf jeden Fall vor, jetzt als nächstes wieder irgendwie so ein Beauty- oder Lifestyle- oder Kochvideo, was auch immer zu machen. Wenn ihr Bock habt, Daumen nach oben, schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Und das war's jetzt. Schaut euch Julians Video an und bis dann. Tschüss. Boah, nicht dein Ernst. Ich bin kaputt gegangen. Weg mit dem Ei.